Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bayon 2 Souls. Und wir sind hier in der letzten Folge vor der Polizei abgehauen und haben hier in die Hunde gekämpft. Und natürlich die schöne Zugfahrt hatten wir auch gehabt. Und jetzt müssen wir irgendwie hier abhauen und gucken. Oh, da sind zwei Bullen. Polizisten. Mach schon einen. Mach ich. Gerne. Okay, bei denen können wir nichts machen. Die sind türkis. Aber bei ihm können wir was machen. Das bedeutet doch, wir können ihn übernehmen. Das ist perfekt. Oh, wir kriegen ja keine Tipps mehr. In welche Richtung? Hat sich ausgetippt. Okay, und die jetzt zum Polizeiwagen, glaube ich. So war das doch. Ja, so war's. Aber warte mal. Komm ich da irgendwie weg? Da konnte man noch was anderes machen. Ah, egal. Wir können noch den Wagen, die Wagentür aufmachen, aber egal, jetzt schießen wir einfach mal sinnfrei durch die Gegend. Bist du verrückt? Bist du bescheuert? Die verdammte Knarre weg! Los! Hey! Was machst du denn verflucht? Ich schieße auf Tontauben. Renn und Sprung. Okay, Mike. Okay, schnell zum Moped. Zündung an. Und gib Gummi. Schön Bernie gezogen. Warum kommen grundsätzlich immer Leute online, wenn man aufnimmt? Naja. Gibt's doch nicht. Deswegen habe ich eigentlich keine Freundin, eine Freundesliste. Aber dann kommt er trotzdem online. Der eine einzigste. Gibt's doch nicht. Okay, links rum. Ja, schöne Kameraperspektive. Wo fahre ich denn überhaupt hin? Ich fahre nachher irgendwie in die Karpaten rein. Das wäre auch nicht so schön. Lichtkegel. Nein. Okay, ausgewichen. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Licht aus. Ruhe. Oh, ich habe kein Dirtbike. Ja, nein, da hat er uns wieder. Das ist immer schwer, auf so einer kleinen Straße einen Helikopter abzuhängen. Das kenne ich schon aus GTA 5. Das ist echt mies. Fuck. Haltet die Position! Nein. Keine Chance. Doch. Wir fahren direkt durch. Okay. Bist du bereit, Aiden? Schneid euch an. Let's fetz. Geht los. Okay, los. Jodys Schutzschild aufbauen. Und ab durch die Mitte. Den kann ich auch gebrauchen. Da wären Ampeln von gestern, auf jeden Fall. Feuer einstellen! Ich sagte Feuer einstellen! Ja, Feuer einstellen. Sperre Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Sie fährt nach Bakertown. Nach Bakertown? Und es lädt. Und da sind wir in Bakertown, oder? Close Pass. Onward. Nein, nein. Scheiße. Fuck. Immer auf dem Rücken. Wieso? Oh, 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 oh. Schnell weg jetzt, aber schnell. Fuck, 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 fuck. Sniper. Okay, Aiden, jetzt könnte ich wirklich... Kann ich einen? Nein, ich kann einen noch nicht holen. Scheiße. Oh-oh. En masse Polizei. Gruppe 3, in Position. Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger. Ah, mein Bein. Verdammt. Zeig, was du kannst, einen. Okay. Ich zeig, was ich kann und das ist zerstören. So, Polizist Nummer 1.
Dich erwürgen wir mal. Und. So. Tut uns leid. Okay, was können wir denn mit dem machen? Den Fahrer, den können wir übernehmen. Machen wir doch glatt. Ach, andere Richtung. Und was können wir dann machen? Okay, Vollgas. Und ab in den Einkaufswagen. Was geht da ab? Ha, was geht da ab? Können wir den Wagen? Ja, wir können den Wagen nehmen. Dann können wir vielleicht die beiden auch noch ausschalten. Boah, sind die weggeflogen. Und hier machen wir direkt einen Triple. Und den schnappen wir uns und übernehmen den, damit wir die anderen beiden zerschießen können. Ich hoffe mal, wir kriegen beide. Ich bin mir nicht sicher. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, und dann einen Double Kill gelegt. Okay, zu den nächsten. Okay, wie war das nochmal? Den erwürgen wir. Auf Wiedersehen. Wir sollten SWAT-Team sein. Ich radiere euch doch alle nacheinander aus. Dich übernehmen wir. Übernommen. Okay, Granate los. Und da rollt sie in euer Verderben. Da brennen sie. Müssen wir den Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Der Heli ist weg. Wer lebt denn hier noch? Lebt hier noch irgendjemand? Wir sind alle tot. Und der hier ist auch... Aiden, sie kommen! Du musst ihn davon Leib halten! Oi. Machen wir. Wo verstehen die Autos denn hier? Verdammt, das tat weh. Der hat den Wagen voll auf die Rübe gekriegt. Die nicht? Oh, sorry, Jody. Sorry. Rein. Los. Geht nochmal die 360 Grad, das war zu weit. Die Drehung. So, okay. Soll ich dir helfen? Hallo? Ach, da. Okay, schieb das Ding vor, da kann ich dir helfen. Ich mach mal draußen hier ein bisschen Terror. Und da fliegen die Autos. Wie Papierflieger im Wind. Ah, ein Hydrant. Ich kann ja den Helikopter runterholen, wenn es schon geht. Ja, es geht. Okay. Die Flugstunden, die waren nicht so lang gewesen. Dann einfach mal runter damit. Irgendwie so, oder? Ja, das ist, glaube ich, richtig. Nein. Oder auch nicht. Tschüss. Abgestürzte Helikopter gefallen mir persönlich am besten, wenn sie auf uns schießen. Was eine Zerstörung. Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Genau so sieht's aus. Komm, Aiden. Wir gehen. Ich glaube, sie haben es kapiert. Dann humpeln wir uns mal. Ich weiß nicht wohin. Einfach mal irgendwo hin. Einfach mal weg aus dem Feuer. Die Stadt, die haben wir auf jeden Fall in Asche zerlegt. Und es lädt mein imaginärer Freund. Trophäe, unfassbar. Ja, das war gerade wirklich unfassbar. Und wir schlafen und sind wieder in einer früheren Zeit. Wie alt sind wir wohl jetzt? Ist das Aiden? Oder sind das Aidens böse Brüder? Mami! Ach du Scheiße.
Ich glaube, das waren Aidens große Brüder, böse Brüder. Nicht große. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Und was? Okay, dann gehen wir mal weg, weil am Fenster sitzen ist echt ein wenig langweilig. Ist nicht gerade sehr aufregend. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, das Feuer sieht schön aus. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen drin um in der Bude. Fernseher. Fernseher. Schuhe? Nein, Schuhe geht nicht. Treppe nach oben geht aber. Dann gehen wir wir gehen erstmal nach oben. Erstmal nach oben. Knatsch, 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 knatsch. Was haben wir denn? Nicht gegen die Wand laufen. Was haben wir denn hier? Das Badezimmer. Können wir irgendwas machen? Wir können uns die Hände waschen. Wo hab ich mich jetzt erschrocken? Alter Schwede. Ja, das waren Aidens böse Brüder. Können wir hier was aufnehmen? Nein. Gehen wir mal zurück in Jodys Zimmer. Da flackert oben was, aber... Oh, können ein bisschen mit den Puppen spielen. Wenn uns nicht die bösen Brüder wieder belästigen. Hey, Feenblüte. Willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen ein Auto. Ein tolles Auto. Das ist eine Kutsche. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Ja, mit V8 Pferden. Okay, let's ride. Hat sich ausgefahren, oder? Wir haben wohl keine Lust mehr zu fahren. Dann gehen wir jetzt... Achso. Gut, dann los, hier lang. Was eine dramatische Musik. Setzen wir die erstmal auf die Stühle. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Okay, dann ist Tea Time. Willst du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke. Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. What the... Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Wow. Voll Psycho, ey. Setzen wir uns mal hin. Was haben wir denn? Können wir Musik anmachen oder können wir... Ach, ich wollte doch gar nicht aufstehen. Ich wollte mich doch hinsetzen. So, nochmal. Auf ein neues. Ich glaube, wir können da irgendwie was machen. Jetzt kann man sich ja nicht umsonst hier hinsetzen. Jetzt steht die schon wieder auf. Ich möchte doch... So, ein Versuch noch. Wir werden mal ein bisschen länger hier sitzen und machen nichts. Achso, in die andere Richtung. Ich will mich verarschen. Okay. Da waren zwei Punkte, aber egal in welche Richtung ich drücke, es passiert das Gleiche. Ah, okay. Man muss nach unten drücken. Voll in die falsche Richtung. Okay, dann zeichnen wir mal eine Runde. Oh, ich frage mich, was dabei rauskommt. X. Okay, sie malt Kreise. Immer im Kreis. Aha, was ist das? Das weiß wohl keiner so genau. Vielleicht ist es Aiden? Nein, Aiden ist es nicht. Ich denke mal, das sind Aidens... Ich würde schon wieder großer Bruder sagen. Böse Brüder sagen. Was habe ich denn mit großer Bruder? Waren wir hier schon gewesen? Ich bin mir jetzt gerade mal gar nicht sicher. Nee, hier ist das Elternschlafzimmer. Juhu, wir können uns schminken. Oder was? Ja, das können wir ja wirklich... Ach du Scheiße, da bin ich ja voll der Profi drin. Ja, so irgendwie. Und genau, Aiden, hilfst du mir? Jo. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen.
Du hast sie doch gerade die den Lippenstift benutzt und die wird doch jetzt einmal abwischen, dann ist es sofort weg. Okay, natürlich, das ist der sofort weg Lippenstift von keine Ahnung. Was können wir denn da machen? Eine Kiste. Können wir die Kiste holen? Sonst könnten wir ja nicht damit interagieren. There's nothing special. Ach ja. Aufstehen. Nee, das ist da noch nicht alles, oder? Ich setz mich. Die Bibel. Okay. Sehr interessant. Ich glaube, das war's hier drin. Gehen wir mal in den anderen Raum. Aber warum konnten wir gerade mit der Kiste da oben interagieren? Also müssten wir doch eigentlich theoretischerweise irgendwie da hochkommen. Aber wie ist die Frage? Ich hab's gleich. Ist nicht so einfach. So. In den Schrank gucken? Warum stellst du dich jetzt in den Schrank rein? Du sollst da nur reingucken. Oder passiert jetzt irgendwas? Warten wir mal ein bisschen. Aus dem Schrank chilling wird wohl nichts. Nichts. Ah, ich wüsste jetzt eventuell, wie ich die Kiste runterkriege. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Öl? Klar, kein Problem. Ja, aber ich weiß jetzt, glaube ich, wir können doch einfach mal auf einen wechseln und die Kiste runterschießen. Ich bin auch schlau. Ja, man muss ein bisschen denken bei dem Spiel. Die Tipps, die werden jetzt nach und nach abgeschaltet. Dann schauen wir mal in das Kistchen rein, was uns sich da drin befindet. Du darfst sie öffnen. Du darfst. Okay, was sind denn das für Bilder? Das Foto. Ja, was für ein Foto? Es fühlt sich seltsam an. Als würde es vibrieren. Okay. Fühlst du das auch? Leisten Sie das Echo zu Jodys Kopf... Was? Leiten Sie das Echo zu Jodys Kopf, bis sie einen Erinnerungsschub hat? So, oder? Ah, okay. Da ist der Erinnerungsschub. Es tut mir so leid. Ich habe alles versucht. Wow. Okay, dann stehen wir mal, glaube ich, jetzt wieder auf. Okay, kann Aiden jetzt wieder da hochschießen? Okay. Cooler Shit. Und ich würde sagen, an der Stelle setze ich mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.